Hallo und herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Formel 1 und Heiße Mädchen vorstellen. Dieser Film wurde am 14.05.2021 von CineStrange Extreme mit einer Limitierung von 150 Stück veröffentlicht. Als Extras beinhaltet sie ein Interview mit Thomas Milan-Biograf Giorgio Navarro, eine Bildergalerie sowie Trailer. Beim Starten des Filmes wird einem dann die Auswahl gegeben, ob man die ungekürzte Fassung des Filmes oder die alte gekürzte deutsche Kinofassung anschauen möchte. Die Inhaltsangabe des Filmes sieht wie folgt aus. Nein, da kennt unser Superbulle Nico Macaroni seine Pappenheimer aus der Unterwelt nur zu gut. Die Leiche im geklauten weißen Mercedes kann man dem kleinen Autoknacker und Schwager nicht unterjubeln. Die Spur führt genau in die andere Richtung. Auf die Spielwiese der Snobs und der Reichen. In die Formel 1. Denn Nico vermutet zwischen der Leiche im Mercedes und dem letztlich passierten Todesunglück bei Monza-Rennen einen Zusammenhang. Seine unorthodoxen Ermittlungsmethoden stoßen zwar erheblich auf Abneigung und kosten ihn auch den Job, doch das hat ihn noch lange nicht daran gehindert, den Fall zu lösen. Und damit zum Mediabuch. Als erstes haben wir hier ein wirklich schön gemaltes Cover, welches das original deutsche Kinoplakat wiedergibt. Wenn wir das Mediabuch jetzt einmal öffnen, begrüßt uns auf der linken Seite die Blu-ray und auf der rechten Seite das 24-seitige Booklet von Christoph N. Kellerbach. In diesem finden wir eine Inhaltsangabe zum Vorgänger, wie auch zu dem hier vorliegenden Film. Des Weiteren haben wir hier einen sehr interessanten Bericht über die Crew des Streifens und einige interessante Infos über die Herstellung des Filmes. Auch darf ein kurzer Abriss über die Biografie von Nico Giraldi, gespielt von Thomas Milian, nicht fehlen. Als Abschluss geht man dann auf die deutsche Veröffentlichung des vorletzten Superbullen-Filmes ein. Unterbrochen wird der Text immer wieder durch die reichliche Bebilderung, welcher außer Szenenfotos noch alte Kinoaushangsbilder und die Cover der italienischen und deutschen VHS-Veröffentlichung zeigen. Am Ende des Mediabuchs finden wir dann natürlich noch die DVD des Films. So, wenn wir das einmal schließen, sehen wir hier auf der Rückseite dann die Inhaltsangabe, einige Szenenfotos sowie die technischen Daten der Veröffentlichung. Und natürlich ist auch hier ein Hinweis auf die Limitierung und dessen Nummer. Und damit möchte ich mich verabschieden. Hört gerne auch mal in unsere Podcasts hinein. Lasst ein Abo vielleicht da. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch gerne einen Daumen hoch. Und bis dann. Ciao. Ach ja, und das Rückspulen nicht vergessen. Kostet sonst eine Mark extra.